Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und schön, dass ihr reinguckt hier bei mir beim Opa. Denn wir spielen jetzt wieder den Derail-Simulator. Genau, wir sind im Moment hier oben in Waren und, wie heißt das nochmal, GF? GF, Warenfabrik und Stadt, genau. OWN wäre nördliches Ölfeld, ja. Und hier CM wäre Kohlebergwerk. Coal Mine. Jitsuka da. Iron Mine, Coal Mine, ja, genau. Südwald. Gut, Abkürzungen sind englisch angehaucht. So, noch einmal kurz gucken. Haben wir noch irgendwas zu zahlen? Keine offenen Gebühren. Okay, ich kann mir neue Lizenzen kaufen. Weiß ich noch nicht. Wir haben nur noch, heute immerhin noch 26.000. Denn, das ist die Hatte, das habe ich nicht gesehen. Gleichzeitige Aufträge. Moment, was haben wir hier? Mehrfachtraktion, genau. Diese Lizenz hier. Da habe ich nicht darauf geachtet. Da muss man tatsächlich drauf gucken. Die hat einen Versicherungsselbstbehalt von 5.000. Und das hat mich richtig viel Geld gekostet bei der letzten Aktion, weil ich mit einer Mehrfachtraktion hergefahren bin. Das heißt, du zahlst ja dann nicht nur für eine Lokomotive, sondern für zwei. Was ich jetzt noch nicht weiß, das muss ich jetzt noch rausfinden. Außerdem ist es dunkel. Was haben wir denn für eine Uhrzeit überhaupt? 5:30, da wird es aber gleich hell. Da werde ich jetzt, ja, werde ich jetzt nicht mehr schlafen gehen, natürlich nicht. Oder ist das abends? Denke ich nicht. So, um das ganze Geld jetzt wieder reinzuholen, was ist das hier überhaupt? Hat das irgendeine Bedeutung? Wettervorhersage haben wir schon mal. So, warte, wenn ich jetzt hier Maus. Ja, gut. GFSM, das ist eine Übersicht der ganzen Stationen. Offensichtlich, ne? Hier scheinen mir nur Passagiere. So, was ich aber machen möchte, um das die Kosten etwas einzusparen, wäre die Lizenz für. Was haben wir eigentlich bei Statistiken? Selbstbehalt gesamt 11.000. Das haben wir bezahlt, ja. Das war die teure Geschichte. Zeitbonusfrist Summe minus 5%. Toll. 7 von 22 Lizenzen haben wir schon. 26, ach, da kann man auch gucken, was man. Okay, so, Lizenzen. Manuelle Wartung, genau, das wäre das, was ich noch gerne machen würde. Leerzug wäre ganz gut. Und eventuell, boah, die DE6 200.000. Die DM3 als Zug. Ich nehme an, dass man die DH4. Für DH4 brauchen wir Zuglänge 2. Okay. Die S060, das ist. Oh, die könnte man tatsächlich kaufen. Weiß aber jetzt nicht, was das für eine ist. Muss ich mir mal erstmal noch rausfinden. Ich könnte mir vorstellen, dass das Dampfloks sind. Ne? So, wir haben gleichzeitige Aufträge 1, gleichzeitige Aufträge 2, Zuglänge 1. Gleichzeitige Aufträge. Mal gucken, was das ist. Versicherung Selbstbehalt 10.000. Da wird es richtig teuer. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen Kohle reinschaufeln, dass wir eine Basis haben. Also, lassen wir die Lizenzen erstmal sein. Wir sind ja flexibel. Wir können ja zwei Züge zusammenklemmen. Ich muss halt nur ein bisschen aufpassen, dass ich keine Schäden mache. Ne? Das ist das Hauptproblem halt.
Rangieren, rangieren. Hatte ich hier schon aufgeräumt? Hier ist noch mal rangieren oder sind das hier neue? Ich werde auf jeden Fall hier mal noch einen Rangierauftrag machen. Der bringt 8000, drei Waggons. Drei Abholungen. Lade Rohre in einen Zug und bereite ihn für die Abfahrt vor. Für 8000. So, schauen wir mal. Sie auch rangieren? Ne, das ist Güterzug. Warenfabrik nach Hafen und Stadt. Alles nach Hafen und Stadt. Ne? Ah, das ist so furchtbar. Das ist so extrem weit. Das will ich eigentlich nicht unbedingt. So, dann haben wir hier rangieren für 15.000. Das wäre doch eine Sache. 150 Tonnen schaffen wir locker mit einer Lok. Brauchen wir aber Zuglänge 2. Wieso brauchen wir da Zuglänge 2, 4? Oder was ist das hier unten? HZMT. HZMT. Was ist HZMT nochmal? Ach Gott. AZMT2, besser gesagt. Gleichzeitige Aufträge. Ach, da haben wir schon. Ja. Ne, das CC. Also gleichzeitige Aufträge. Versicherungsbehalt 4000. Ja, den muss man, glaube ich, machen wegen dem CCUR1. So, Zuglänge 2. Moment, Moment, Moment. Ich finde das raus. Ich finde das raus. Zuglänge 1. Ja, nehm die wieder an dich. Zuglänge 1. Entfernt den Rabatt für das Aufklären. Long 1. Was haben wir denn noch? Das ist das, ist das Gefahrgut? Ah, das kann Gefahrgut sein, ne? HZMT. HZMT ist Gefahrgut. Alles klar. Versicherung Selbstbehalt. Minus. Nicht wahr, ne? 38.000. Das ist ja noch gar nichts hier jetzt. Gut, aber warum brauchen wir hier? Ah, das ist wahrscheinlich. Dafür ist es auch so, ja, dafür bringt das auch so viel. Ne? Sogar HZMT2. Natronlauge-Wasserstoff, ja, klar. Das bringt natürlich Geld, keine Frage, aber ist noch nichts für uns. So, dann bleibt nicht viel. Einfach nur drei Abholungen. Wir machen den hier. So, nehmen wir mit. Gehen gucken. Drei Anhänger. Wird's jetzt heller? Es wird heller, ne? Große Frage ist, wo steht das jetzt wieder? Wahrscheinlich ganz unten. So, wir können mit M ja hier. Also ich habe es auf M gelegt, damit ich beim Zugfahren nicht immer aus Versehen F drücke. Wie oft ist mir das passiert? Oft. Okay, so, wir sollten mal schauen, was das für ein Auftrag ist. Der heißt GFSL02. Drei Waggons. Laderohre. Das heißt, es müssten drei Waggons. GFSL. SL 02, also 02.
Das werden wir finden. Bin ich sicher. So. Kann natürlich auch oben stehen. Ja, es sind keine Container, das ist sicher. Es ist ja auch nichts drauf. Es müssten eigentlich leere Waggons sein, ne, zum Beladen. Denn ich möchte doch mal versuchen, den Zeitbonus hier hinzubekommen. Ein Lehrer. Null neun, okay. Das wäre es jetzt noch, oder? Einzelne müssten zusammenklauben. Hier ist Ende, ja. Okay. Ja, das ist ein Kopfbahnhof, ne? Da geht also nicht mehr weiter. Dann würde ich davon ausgehen. Ja, ich weiß, Kassen können ausgehen. Lok hätten wir hier. Ich muss mal echt gucken. Wir haben die Gebühren alle bezahlt, aber was jetzt interessant wäre, auf jeden Fall, wäre die Reparaturgeschichte. So, ich laufe hier mal kurz hin. Ja, die stehen dann hier oben irgendwo, ne? Kann ja nur so. Steht doch sowas. Das könnte es doch sein, ne? Auch 09. Ich habe aber 02, ne? Ist wahrscheinlich auch ein Rangierauftrag. Da muss man natürlich die drei Waggons zusammensuchen. 34. Die stehen ganz schön durcheinander hier. Stimmt, die hatten wir hier hingestellt, ne? Nicht wahr? Nochmal 09. Sag mal. Hatten wir die abgeklemmt? Nee. Oh. Sorry. Ja, es ist halt Druck weg, ne? Wo ist er? Wir hängen die auf jeden Fall schon mal auseinander. Ich weiß nicht, wie das gerechnet wird. Sobald die zusammenhängen, ist das eine Mehrfachtraktion, logischerweise, ne? So, hier sind wir abgekuppelt. Okay. Das ist alles gut so. So, das ist auf jeden Fall 34. Ich weiß aber jetzt nicht, wo die 02 Waggons sein sollen. Das wird er mir sagen, wenn ich den Auftrag annehme, keine Frage. Ich hätte es aber gerne vorher gewusst. Drei Waggons, drei Abholungen. Lade Rohre in einen Zug und bereite ihn für die Abfahrt vor. SL 02. Ist noch nichts passiert, ne? Es ist noch nichts passiert. Ja, noch Gleise, ne? SL. Das, dieses Kürzel, das sind, glaube ich, auch die Ziele, wo die hin sollen und wo sie herkommen, ne?
Ja, mein Problem im Moment ist die Waggons. Ich finde die Waggons nicht. Warum? Können die denn stehen? Wir hatten doch da unten noch so ein Abstellgleis. Warte mal. Da werden die wohl dastehen, ne? Das wo wäre? So, warte mal, da ist der Reparaturbereich. Hier war das. Stehen die vielleicht hier rum? Wenn ich Rohr lade, könnte das ein Rungenwagen sein, ne? Einer. Und da stehen die beiden den anderen nebendran, ne? Das ist LO2, alles klar, das sind sie. So, da bereite ich das schon mal vor. Ich kann das ja vorbereiten. Das stört ja niemanden. Aber es sind doch eigentlich drei, sind das hier. Da ist einer. Da ist einer. Spricht ja nichts dagegen, wenn ich das schon vorbereite, oder? Einer fehlt aber noch. Da steht irgendwo ein Einzelner rum. Boah, das ist natürlich unschön. Warum müssen diese Spiele immer so dunkel sein? Wie kriege ich das denn heller? Gehen wir auf Ultra, aber ich weiß nicht. Anwenden. Geländebeleuchtung hoch. So, Anzeige, Bildschirmauflösung ist okay. Spiel. Sichtfeld. Ich hatte gehofft, ich könnte das etwas heller machen. Puh, Audio. Ja, okay. Die Grafik habe ich jetzt mal hochgeschraubt. Mal gucken, ob mein Computer das schafft. Also steht irgendwo noch ein einzelner Wagen rum. Da wird es jetzt natürlich schwierig. Wenn ich den jetzt aber nicht finde, dauert das ewig, bis ich das, bis das läuft, ne? So, und ich suche einen Rungenwagen für Holz, ne, für Rohre. So, in der Sonne ist es doch schon mal gut. So, hier steht ein einzelner Wagen rum. Ne, das ist der 09er, den hatte ich doch vorhin schon gesehen. Das war auch kein Rungenwagen, davon abgesehen. So müssen die Schatten immer so dunkel sein. Furchtbar. Gut, wenn das jetzt nicht anders funktioniert, dann müssen wir die zwei schon mal zusammenhängen. Und den dritten dann holen, wenn wir wissen, wo er steht. Ich kann es jetzt nicht ändern. So groß ist der Bahnhof doch gar nicht. Aber ein einzelner Wagen muss irgendwo noch rumstehen. Es ist nicht anders möglich.
Wäre natürlich fatal, wenn der irgendwo hier mittendrin steht. Das wäre von. Hier stehen tatsächlich Fahrzeuge oder Wagen durcheinander. Gut, das hier ist jetzt mal alles 34. Die 34, das sind die, die wir abgestellt haben. Hier steht noch einer, ein Rumwagen. Das wird er wohl sein, ne? Da ist er, ja. Und der hängt nicht zusammen, aber der steht hier alleine mit dem. Oh, ja. Okay, gut. Zur Frage, nehmen wir uns eine von unseren Loks. Dann nehmen wir unten eine neue mit. Ich würde die tatsächlich hier stehen lassen und würde unten die nehmen. Das sollte hier eigentlich kein Problem sein. Und ich bin gespannt, ob die Lizenz nur dann greift, wenn man auch mehrfach Traktion macht, ne, mit dem Selbstbehalt. Wäre natürlich logisch, aber wer weiß das schon, ne? So, hier müssen wir rüber. Da steht das gute Stück. Das ist es. Entschuldigung. Das ist eine S060. Ja, die Frage für mich bedeutet, ist immer wieder, woran kann ich erkennen, wie stark die Loks sind, ne? Geht das vielleicht hier irgendwo? Sorry, ich muss jetzt tatsächlich immer mal ein bisschen gucken. Handbuch, Züge, Triebfahrzeuge, Arbeitszüge. Was gibt es denn da noch alles? Antriebsstränge, Triebfahrzeuge. Ja, toll. Allgemeine Informationen. Verfügbarkeit. Bremsen, Fahren, Entgleisen, effiziente Fahrweise. Steht nichts über Züge, ne? Doch, Fahrzeugkatalog. Ach, guck an. Die Fahrzeugkataloge sind Buchbilder und Eigenschaften aller Triebfahrzeuge. Es gibt diverse Diagramme, Funktionen, Bewertungen verschiedener Maßstäbe und hilft sie dabei, die Rolle für jeden Baureihe für ihre optimale Nutzung besser zu verstehen. Dieser Gegenstand wird gleich zu Beginn der Sitzung erworben und kann bei Verlust mit Hilfe des Inventars wiederhergestellt werden. Hä? Mit Hilfe des Inventars wiederhergestellt werden? Okay. Das muss ich offline mal suchen. Habe ich jetzt keine Lust drauf. Ist eh noh kein Thema, ne? Okay, wie sieht das hier aus? Die ist ja hoffentlich, erst machen wir hier mal alles an. Fahren wir oben den Einzelnen, der da mittendrin steht, erst zuerst holen. Obwohl, nee, eigentlich Quatsch. Wir müssen Rohre laden. Rohre laden ist ja, wo ist denn das? Weiß ich auch nicht. Okay, das war immer noch Ü. Erstmal wieder an die Tastatur gewöhnen und Y ist vorwärts und T war Power. So, fahren wir jetzt hier raus, schnappen uns die Waggons, ist ja rangieren, da ist es egal, ob rückwärts oder vorwärts, in dem Fall ist es sowieso richtig.
Und da müssen wir rückwärts rein. Hätten wir gleich eben die Weichen schon stellen können. Gleich eben. So ist richtig, ne? Wir fahren rückwärts, machen die Bremse auf, machen das weg und weiter geht's. T. T bitte. So, da ist es jetzt erstmal egal. Die haben sie auch wirklich schön verteilt hier, ne? Also, in Zukunft, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir hatten letzte Mal sehr viel Geld zahlen müssen, weil wir nicht aufgepasst haben. Vorsichtig an die Waggons ranfahren, das kostet alles ein Schweinegeld, wenn wir das nicht tun. So, das sieht doch jetzt schon mal sehr gut aus. Zwar wieder zu vorsichtig, aber das macht nichts. Kleiner Schub. Irgendwann kriegt man hier das gewisse etwas raus, ne? Ja, das sieht doch gut aus. So schön vorsichtig, wie wir hier ranfahren jetzt, ne? Ja, das war mehr als gut. Das war sehr, sehr gut. Einmal. Kontrollieren aber gleich nochmal, ob das das richtige, der richtige Waggon ist. Bin nicht sicher, ob das so gewollt ist. Der geht so langsam. 02, ja, ist der richtige. So. Ja, wie man die Waggons aufmacht, weiß ich nicht. Und wir fahren vorwärts. Bremse ist offen. Jawohl. Was haben wir vergessen? Anzukuppeln, ne? Guter Mann. Okay. Okay. Nichts passiert. Bis wir es lernen. Oh ja, ganz gut. Da geht aber noch was, ne? So, das gleiche nochmal, bis wir es lernen.
So, jetzt aber. Das müssen wir machen und das müssen wir machen. Eieiei. 3 Tage her. 3,5. So. Der ist offen. Bremse, ist die jetzt auch wieder immer noch offen? Ja, ist offen, ne? Ja, gut. Okay. Dann nochmal. So. Bremse lösen, falls sie zu ist. Okay. Weichen. Okay. Und einmal rückwärts, Bremse auf. Einmal kurz Gas. Schön vorsichtig ranfahren. Grenzwertig. War grenzwertig. Ein bisschen viel geschoben haben wir, aber ich denke, das wird jetzt nicht irgendwas kaputt gemacht haben. Hoffe ich zumindest. So, das gleiche nochmal hier. Einmal da. Einmal da. Und ganz wichtig: Kurbel zu kurbeln. Luft. Luft. Alles gut. So, das Ganze ziehen wir jetzt hoch. Mal gucken, fahren wir jetzt hier am sinnvollsten rückwärts raus. Bis wir oben sind. Ich nicht ganz genau weiß, wie wir die umhängen. Und läuft da eine Katze? Tatsache. Miezekatze. Ja, guck an. Das ist ja ein Ding. Okay. So. Weil wenn ich jetzt außen rum fahre, lass mal überlegen, der Waggon steht irgendwo da oben mittendrin. Ist eigentlich völlig egal. Aber eine zweite Lok jetzt nochmal anspannen wäre auch blöd, da kostet uns doppeltes Geld. Würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Da geht's weiter. Bis dann.